Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wir haben hier eine Frage bekommen, die ich inshallah kurz vorlese und dann gehen wir darauf ein. Und zwar lautet sie: Warum haben die Menschen so sehr Angst vor der Scharia bzw. einem islamischen Gottesstaat? Bevor wir inshallah auf die Frage selbst eingehen, soll erst einmal Folgendes geklärt sein. Die Frage beinhaltet eine Feststellung, die nicht korrekt ist oder zumindest nicht differenziert ist. Und zwar, die Menschen haben Angst vor der Scharia. Das erstmal so in den Raum zu stellen, darüber werden wir inshallah kurz auch sprechen. Und zum anderen vermittelt die Frage den Anschein, als wenn es im Islam etwas wie einen Gottesstaat gibt. Und das muss auch geklärt sein. Und zwar gibt es im Islam die Idee des Gottesstaates nicht. Es gibt die Idee des islamischen Staates, aber nicht die Idee des Gottesstaates. Und darin liegt ein Unterschied. Die Idee des Gottesstaates, die gibt es im Grunde genommen in Europa vorwiegend. Aus dem Mittelalter kennt man die Idee des Gottesstaates in Europa. Im Gottesstaat, wie er hier in Europa sozusagen angewandt wurde, ging es nicht nur darum, dass die angewandten Gesetze von Gott stammen, sondern auch darum, dass der Herrscher selbst durch Gott oder irgendeine göttliche Institution aufgestellt wurde und dann die Menschen gewissermaßen im Namen Gottes regiert hat und folglich auch unantastbar war. Und die Entscheidungen der Regierungen dann hier in Europa im Mittelalter waren auch nicht anzufechten. Das ist ein Unterschied zum islamischen Staat. Im islamischen Staat werden die Gesetze auch von Allah Ta'ala angewandt. Also das stimmt, dass es die Gesetze Allah Ta'alas sind. Also die Quelle der Gesetzgebung ist Allah Ta'ala. Allah Ta'alas Gesetze äußern sich im Koran und Sunna. Und das hat Allah Ta'ala im Koran auch selbst bestätigt und gefordert, dass die Muslime nach den Gesetzen Allah Ta'alas regiert werden. So sagt er: وَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. Und richte unter ihnen, also der Prophet Muhammad a.s. ist hier die Ansprache an ihn und somit auch die Ansprache an seine Umma, also an die Muslime, er soll unter den Muslimen mit den Gesetzen Allah Ta'alas regieren. An einer anderen Stelle sagt Allah Ta'ala: إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. Wir haben dir wahrlich das Buch mit Wahrheit herabgesandt, auf das du unter den Menschen mit dem regierst, was Allah Ta'ala herabgesandt hat. Aber das ist erst einmal eine feststehende Sache. Im Islam wird nach den islamischen Gesetzen regiert. Der Unterschied jedoch zum Gottesstaat ist der, dass diejenigen, die die Gesetze Allah Ta'alas umsetzen, in der Praxis dann aber Menschen sind. Menschen wie du und ich, die fehlbar sind. Der Regenten im Islam, also der Kalif, kann Fehler begehen. Das im Unterschied zum Gottesstaat. Zum anderen, und hier ist auch der wesentliche Unterschied, ist jene, die den Regenten im Islam aufstellen, das ist keine göttliche Institution, sondern sind auch fehlerhafte Menschen. Das ist nämlich die islamische Bevölkerung, die den Kalifen wählt. Und das impliziert auch, dass der Kalif, dass die Regenten im Islam Fehler machen können. Folglich auch von den Menschen und von den entsprechenden Institutionen zur Rechenschaft gezogen werden können. Und das hat der Prophet a.s. gefordert. Und das ist auch im Grunde genommen bekannt unter den Ahkam al-Amr al-Ma'ruf und Nahi al-Munkar. Also die Gesetze, die Rechtsprüche bezüglich des Gebietens des Guten und des Verbieten des Schlechten. Sie beziehen sich nicht nur auf die Allgemeinheit der Muslime, sondern beziehen sich auch auf den Regenten. Und der Prophet Muhammad a.s. hat uns auch schon mitgeteilt, dass Regenten auftauchen werden, die fehlerhaft sind und die ungerecht sind. Sagt er in einem Hadith: Sayyid al-Shuhada Hamza. Der Herr der Märtyrer ist Hamza ibn Abd al-Muttalib, sein eigener Onkel. Und dann sagt der Prophet a.s. weiter: وَرَجُلٌ قَامَ إِلَىٰ إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَ. Und ein Mann, der zu einem ungerechten Herrscher aufsteht und ihm das Gute gebietet, das Unrechte verbietet, also ihn anprangert und daraufhin getötet wird. Diese Überlieferung impliziert, dass hier ein Herrscher auch Unrecht begehen kann. Erst einmal hat er Zulm begangen und dann hat er auch noch denjenigen, der ihm einen Rat geben wollte, getötet. Sayyidina Umar al-Khattab, der zweite Kalif im Islam, bestieg eines Tages die Kanzel, ja, den Manbar, die Kanzel des Propheten a.s. und hielt eine Rede.
und sagte, ich vernehme ein Phänomen, also ich nehme etwas wahr, was wir zur Zeit des Propheten a.s. so nicht kannten. Nämlich verlangen die Menschen hier sehr viel Brautgabe. Zur Zeit des Propheten a.s. verlangte keiner, also keine Frau verlangte mehr als 400 Dirham als Brautgabe. Jetzt aber steigen die Brautgaben an. Wenn darin, also sozusagen in der Erhöhung der Brautgaben, irgendein Khair, irgendetwas Gutes stecken würde, dann würde der Prophet a.s. es uns doch vorgelebt haben. Und Sayyidina Umar Khattab wollte hier die Brautgabe auf 400 Dirham beschränken. Und jede Brautgabe, die über 400 Dirham war, da hatte er, also er hat befohlen, hier die, sozusagen den Überschuss zu nehmen und Baytul Mal, sozusagen dem Schatzhaus der Muslime zuzufügen. Nach der Khutbah, wird überliefert, kam eine Frau zu ihm und sagte ihm, Ya Umar al-Khattab, Ya Amir al-Mu'minin, du Führer der Gläubigen, wie willst du eine Sache verbieten, die Allah Ta'ala im Koran erlaubt hat? Und er war verwundert gewissermaßen, Sayyidina Umar. Er sagt, wie? Sie sagt, hast du nicht die Aussage Allah Ta'alas gehört, in der er sagt, وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, also bezüglich auf die Ehe und der Scheidung, und ihr habt einer von ihnen Qintara gegeben. Qintara bedeutet hier so viel wie sehr, sehr viel Geld. Ja, manche haben das auch mit Schatz übersetzt. Und da hat Sayyidina Umar Khattab sozusagen innegehalten und gesagt, wahrlich, alle Menschen sind doch afqah, also sind wissender als Umar. Diese Frau wusste mehr, als ich weiß, und hat seine Aussage, nämlich dass die Brautgabe beschränkt werden soll auf 400 Dirham, zurückgezogen. Daraus geht hervor, dass Sayyidina Umar Khattab als rechtgeleiteter Kalif, als zweiter Kalif nach dem Propheten a.s., als großer Gefährte des Propheten a.s., hier Fehlentscheidungen getroffen hat. Das steht im Widerspruch zum Gottesstaat, zur Idee des Gottesstaates. Auch wird überliefert, dass eines Tages ein Mann vor Sayyidina Umar al-Khattab stand und ihn stark kritisierte. Und die Leute um Sayyidina Umar al-Khattab, also seine eigenen Weggefährten, wollten diesen Mann bremsen nach dem Motto, pass auf, mit wem du hier sprichst, das ist Amir al-Mu'minin, der Führer der Gläubigen, der Kalif der Muslime, der große Sahabi Umar al-Khattab, wie kannst du nur so mit ihm sprechen? Aber Sayyidina Umar bremste sie, sagt ihnen, lasst ihn sprechen. La khayra fikum in lam taquluha, wa la khayra fina in lam naqbalha. Was so viel bedeutet wie, in uns, oder beziehungsweise in euch ist kein Khair, wenn ihr es nicht aussprecht, also wenn ihr keine Kritik an uns übt, dann ist in euch nichts Gutes, kein Khair. Wa la khayra fina, und in uns ist nichts Gutes, wenn wir euren Ratschlag nicht annehmen. Und daraus geht auch ganz klar hervor, dass Sayyidina Umar Khattab hier eingestanden hat, dass der Führer im Islam Fehler machen kann. Mehr noch, der Prophet Muhammad a.s. selber war nicht fehlerfrei, wenn es um Dinge geht, die nicht mit der Offenbarung zu tun haben. So wird überliefert, dass er bei der Schlacht von Badr halten wollte und dort auf den Feind warten wollte, an einem bestimmten Brunnen. Und da kam ein Sahaba zu ihm, Al-Habbab al-Mundhir, und sagte ihm, Ya Rasulallah, O Gesandter Allahs, ist dieser Ort, an dem du stehen geblieben bist, ist das ein Befehl Allah Ta'alas? Ja, Amanzilun anzalak Allah, ist das ein Befehl Allah Ta'alas, dass du hier Halt machen sollst? Am huwa al-Harbu wal-Makida? Oder ist es sozusagen Kriegskunst und die Kriegslist? Und der Prophet Muhammad a.s. sagt, nein, das ist eine Angelegenheit, die ich hier so eingeschätzt habe. Und daraufhin sagt er ihnen, das ist kein geeigneter Ort. Und der Prophet Muhammad a.s. zog hier seine Aussage oder seine Entscheidung zurück und sagten, wir folgen der Meinung von Al-Habbab. Auch sagt der Prophet Muhammad a.s. Antum adra fi shu'uni dunyakum. Ihr seid wissender, wenn es um eure weltlichen Angelegenheiten geht. Also Dinge, die nicht mit der Offenbarung, nicht mit dem Dien, nicht mit der Gesetzgebung zu tun haben. Der Prophet Muhammad a.s. sagt sogar, dass er als Richter von Allah Ta'ala nicht geschützt ist. Umm Salama berichtet Folgendes vom Propheten a.s., dass er gesagt hat, Innama ana bashar, wahrlich, ich bin lediglich ein Mensch. Wa innakum takhtasimuna ilay, und ihr bringt eure Streitigkeiten, eure Angelegenheiten vor mir, auf das ich unter euch richte. Und es mag sein, dass der eine von euch sein Argument, seine Angelegenheit besser vortragen kann als der andere.
فأقضي له بحسب أو على نحو ما أسمع. Und dann entscheide ich für ihn gemäß dessen, was ich gehört habe, gemäß dessen, was ihr mir an Beweisen vorgetragen habt. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ. Demjenigen also, dem ich unrechtmäßig auf Kosten seines Bruders etwas zugesprochen habe, der soll es nicht nehmen. فإنما أقضي له قطعة من النار. Denn ich entscheide hier für ihn im Grunde genommen nur einen Platz im Höllenfeuer. Daraus geht hervor, dass der Prophet Muhammad a.s. selbst hier gebunden war an die Gesetzgebung, die Allah ta'ala ihm schon zuvor offenbart hatte. Zusammenfassend kann also bezüglich des Gottesstaates gesagt werden, im Islam gibt es die Idee nicht, dass der Regent, der Herrscher, geschützt ist, von Gott geschützt und keine Fehler begehen kann. Was nicht heißen soll, dass die Gesetzgebung selbst fehlerhaft ist. Es ist die Gesetzgebung Allah ta'ala, die Scharia Allahs, seine Offenbarung. Und sie ist auf jeden Fall fehlerfrei. Nur die Personen, die diese Gesetze im Endeffekt umsetzen, die Regenten, der Kalif und so weiter, diese können Fehler begehen. Und entsprechend ihrer Fehler gibt es dann auch Institutionen im Staat, um diese Fehler zu korrigieren oder im schlimmsten Fall auch den Kalif seines Amtes zu entheben, weil er nicht fehlerfrei ist. Kommen wir nun zu den Leuten, die tatsächlich Angst haben vor der Scharia. Das sind sicherlich die Leute, die hier in Europa leben oder jene, die im Westen leben im Allgemeinen. Interessant dabei ist, dass man sich hier so sehr vor der Scharia fürchtet, die übrigens nirgendwo auf der Welt angewandt wird, wo es doch nur die Muslime sind, die zur Scharia aufrufen, und sie rufen dazu auf, dass sie in den islamischen Ländern, in unseren eigenen Ländern, angewandt werden. Deswegen ist die Frage, warum fürchtet man sich hier so sehr vor der Scharia? Die Faktoren, warum die Menschen so sehr Angst haben vor der Scharia, die sind natürlich zahlreich. Ein wesentlicher, vielleicht auch der wichtigste Punkt, ist die Unwissenheit der Menschen um die islamische Scharia. Und dazu muss man begreifen, dass die Allgemeinheit der Menschen, der einfache Bürger, im Grunde genommen nicht tiefgründig nachdenkt über Themen wie Gesellschaftsordnung, Rechtssystem, Strafsystem und so weiter. Die Menschen wissen ja nicht einmal über das Rechtssystem in Deutschland Bescheid. Welches sind die Rechtsgrundlagen, die hier angewandt werden, geschweige denn, dass sie dann tiefgründiges Wissen haben über den Islam und über die islamische Scharia. Im Grunde genommen wissen die Menschen hier, also der Durchschnittsbürger, über die islamische Scharia nur das, was ihnen seitens der Medien präsentiert wird. Und das sind meistens abgehackte, sehr extrem klingende Dinge wie Steinigung, Handabhacken, Kinderehe, Zwangsheirat und so weiter. Und hier kann man natürlich auch die Frage stellen, warum wissen sie nicht andere Dinge aus der islamischen Scharia? Warum wissen sie nichts über die Zakat und wie sie eingetrieben wird und wie sie wieder verteilt wird? An wen sie verteilt wird, wie viel jeder bekommt? Warum wissen sie nichts über die islamische Moralvorstellung, über das islamische Erziehungsrecht, das Erbrecht, über das islamische Wirtschaftssystem, über das Zinsverbot und die Alternativen zum Zins und so weiter? Im Grunde genommen ist die Antwort ganz klar, weil die Medien darauf fokussieren. Derjenige, der sich aber ein tiefgründiges und auch objektives Bild machen möchte von der Scharia und darüber urteilen möchte, muss sich intensiv auch mit der islamischen Scharia beschäftigen. Er muss tiefgründige Fragen stellen. Fragen wie beispielsweise, was sind die Ziele einer jeden Gesetzgebung? Was sind die Ziele der islamischen Scharia? Konnte die islamische Scharia in der Vergangenheit ihre Ziele verwirklichen? Was sind die Missstände bei uns? Und wie versuchen wir, also hier in Deutschland beispielsweise, diese Missstände zu bekämpfen? Wie versuchen wir, diese Probleme zu lösen? Hat die islamische Scharia vielleicht andere Lösungen? Wenn es im Islam harte Strafen gibt, das ist ja das, worauf immer fokussiert wird, warum gibt es diese harten Strafen? Und haben diese harten Strafen wirklich dazu beigetragen, die Kriminalität beispielsweise zu bekämpfen? Und so weiter. Das sind also alles Fragen, mit denen man sich beschäftigen müsste, wenn man ein Urteil fällen möchte über die islamische Scharia. Wobei auch gesagt werden muss, dass viele Dinge, die man der islamischen Scharia zuschreibt, gar nicht aus der islamischen Scharia stammen. Also Dinge wie Zwangsheirat, Kinderehe oder die Idee, dass der Mann mehr wert ist als die Frau, dass er sie unterdrücken darf und so weiter. Diese Dinge stammen nicht aus der Scharia, ganz im Gegenteil, die islamische Scharia verbietet diese Dinge sogar. Bleibt noch eine Frage, die zu klären ist, nämlich, wie haben wir als Muslime mit der Angst der Nicht-Muslime umzugehen bezüglich der Scharia. Und hier können wir vielleicht drei Dinge nennen. Erstens,
dass wir den Nichtmuslimen unsere Sicht der Scharia aufzeigen müssen. Damit meine ich nicht, dass wir ihnen die einzelnen Punkte der Scharia erklären müssen. Also wie wir beten, wie wir fasten, wie wir die Hajj vollziehen und so weiter. Alles Punkte aus der Scharia. Sondern vielmehr, wie wir die islamische Scharia verstehen. Aus welcher Intention heraus wir uns an jedes Gesetz der Scharia klammern wollen. Warum wir so sehr die islamische Scharia erleben. Das heißt, wir müssen anfangen bei der islamischen Aqida. Wir müssen ihnen erklären, dass wir an Allah Ta'ala glauben. Dass wir überzeugt sind, dass Allah Ta'ala diese Lebensordnung dem Propheten Muhammad a.s. offenbart hat und dass wir davon überzeugt sind, dass sie die beste ist für den Menschen. Damit sie gewissermaßen auch ein Verständnis dafür haben, warum wir so kompromisslos an jedem Rechtsurteil, an jedem Gesetz der Scharia festhalten. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Zweitens, wir können den Menschen hier die persönlichen Vorteile der Anwendung der Scharia aufzeigen. Wir leben hier im Westen, wir leben hier in Deutschland und kennen sehr wohl die Missstände der Gesellschaft hier. Wir kennen den demografischen Wandel. Wir wissen, wie die Menschen hier mit Alkohol umgehen. Wir wissen, was für ein Drogenproblem in Deutschland vorhanden ist. Wir können den Menschen aufzeigen, dass die islamische Scharia in der Lage ist, diese Probleme tatsächlich zu behandeln. Das setzt natürlich voraus, dass wir uns mit der islamischen Scharia auch auseinandersetzen, um den Menschen diese Lösung zu präsentieren. Als dritten, auch sehr wichtigen Punkt ist, dass wir als Muslime uns bewusst sind, dass das Bild über die islamische Scharia sich erst im Kollektiv verändern wird, wenn die islamische Scharia in unseren Ländern angewandt wird. Du kannst mit den Menschen heute lange über die islamische Scharia sprechen, die Vorteile ihnen aufzeigen, wie schön der Islam ist. Am Ende der Diskussion wird er sagen, wo wird das angewandt? Ich kenne nur Saudi-Arabien, Iran, Pakistan und so weiter. Sie denken, das ist die islamische Scharia, die dort angewandt wird. Wir als Muslime wissen, dass das nicht die islamische Scharia ist, sondern dass es nur Bruchteile sind der islamischen Scharia, die dort angewandt werden. Deswegen müssen wir uns im Klaren darüber sein, dass die Menschen im Kollektiv erst die Richtigkeit der islamischen Scharia erkennen werden, wenn die islamische Scharia auch umfassend umgesetzt wird. Allah Ta'ala sagt im Koran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Was so viel bedeutet wie, wenn der Sieg Allah Ta'alas und der Fatah kommt, also die Anwendung der Scharia, und du die Menschen scharenweise in den Islam eintreten sehen wirst. Das bedeutet, die Menschen werden ein gutes Bild vom Islam und von der Scharia bekommen, wenn die islamische Scharia auch angewandt wird. Und das ist im Grunde genommen die Antwort auf die Frage, warum haben die Menschen so sehr Angst vor der Scharia und vor allem auch für uns dann wichtig, wie können wir mit dieser Angst der Menschen umgehen? Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.